Ein fairer Handel stärkt beide Seiten. Erstmal, indem man mehr Auswahl hat an guten Produkten. Die Konsumenten, denen geht es also besser mit Freihandel. Zweitens wird aber ein neuer Wettbewerb ausgelöst, auch bei den Ländern, die bisher abgeschottet waren. Dadurch, dass neue Produkte auf den Markt kommen, müssen sie selber auch besser werden. Mein Name ist Lee. Ich habe eine Firma als Export- und Consulting-Firma und arbeite mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Und im Moment Hauptthema ist ja Technologietransfer nach China. Und wir arbeiten in den letzten 2 Jahren die Energieeffizienz. Heute hat mir sehr gut gefallen, vor allem Peking, die Investitionspolitik. Und wollen auch sehr viele Investitionen nach China, vor allem in Innovationsbereich. Für uns als Fraunhofer spielt natürlich insbesondere die Kooperation im Bereich Forschung und Entwicklung eine große Rolle. Und da sich auch Peking immer mehr zum großen Innovationsstandort entwickelt und Berlin auch schon ein großer Innovationsstandort ist, sind natürlich insbesondere Forschungs- und Entwicklungskooperationen und auch Finanzierung zwischen diesen beiden Städten für uns von größter Relevanz. Was machen Sie heute und wo liegen Ihre persönlichen Schwerpunkte als gefragter Berater von Unternehmen, Regierungen und Projekten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe in der Tat viele Jahre lang in China, Indonesien, Vietnam, Malaysia und dem ganzen südostasiatischen Bereich gearbeitet, nachdem ich die Fraunhofer Gesellschaft und die TU Berlin verlassen habe. Habe ich noch so viele Aufgaben gesehen und meine eigene Firma gegründet. Und arbeite heute an dem Hauptthema, das alle beschäftigt, Digitalisierung. Und das bedeutet für die meisten Unternehmen zunächst mal Einführung von Industrie 4.0, die Einführung von Sensoren, Automatisierungstechnik, aber dann eben die Verlängerung der Informationskette bis zu den Kunden und bis hin zu einem kollaborativen Arbeiten. Gut, das sind Themen, die ich heute also auch mit China, aber auch in anderen Ländern noch in interessanten Projekten bearbeitet. Warum ist gerade jetzt die Partnerschaft mit China so wichtig? Ja, also in der Umsetzung unserer globalen Innovationsinitiative, die die Innovation in Fertigungsbranchen adressiert, dort haben wir gesehen, dass wir in Europa einen viel, viel zu langsamen Prozess haben. Die Partner, die wir involviert haben, sind einfach in der ausführenden Organisation zu langsam. Wir sind deshalb nach China gereist und haben das erste Mal dort Kontakte aufgenommen mit nicht allzu viel Erwartungen, aber wir sind mit offenen Armen empfangen worden und wir haben gesehen, dass dort wesentlich schneller reagiert wird und man viel mehr bewegen kann in viel kürzerer Zeit. Der Besuch von Beijing Invest in Berlin ist ein gewisser Meilenstein in der Entwicklung Pekings, denn Peking hat sich als Hauptstadt bisher sehr zurückgehalten, was die Eigenvermarktung anbelangt. Das ist so das Manko der Hauptstädte, immer hinter den Regierungen zurücktreten zu müssen. Aber man erkennt auch an der Darstellung der neuen Freiheiten, die vor uns liegen, dass China sehr stark interessiert daran ist. Die auf der anderen Seite der Weltkugel zunehmenden Restriktionen auszugleichen, den Markt weiter zu öffnen und die Bedingungen für Investoren zu erhöhen. Was uns als China Forum Berlin besonders gefreut hat, war die ausdrückliche Betonung der Win-Win-Situation. Das heißt, das Investment Promotion Büro der chinesischen Hauptstadt versteht sich nicht nur als eine Sammelstelle für ausländische Investitionen auf dem Weg nach China, sondern umgekehrt als ein Ansprechpartner für chinesische Unternehmen auf den europäischen und speziell Berliner bzw. deutschen Markt. Und das ist natürlich für uns eine ideale Plattform für die zukünftige weitere Kommunikation und den Austausch. Wir werden demzufolge auch im nächsten Jahr mit großer Zuversicht eine Delegation nach Peking entsenden und dieses Thema mit einer vergleichbaren Konferenz in der chinesischen Hauptstadt weiter untersetzen.